Bahnhofs Lokal, wo sie ausgestiegen war, trank sie nur ein Glas Wasser und verschwand. Niemand hat sie gesehen, keiner hat etwas bemerkt, glückliche Reise stand an der Wand. Sie ging auf die andere Seite, übern Fluss und nirgends hin. Der Mond stand noch hoch im Getreide, doch er war am Verblühen. Hat sie sich ins Gras gelegt, hat den Atem angehalten und gedacht, es wird Winter drüber werden, ehe man hier etwas entdeckt. Nur die Tiere kamen in der Nacht. Sie ging auf die andere Seite und sie hat sich nicht gerührt, als es nur noch kälter wurde, hat sie nichts davon gespürt. Als man annahm, dass sie nach Neuseeland fährt. Keiner hat etwas gewusst, waren schließlich Ferien im August und ihr Schweigen war schon ziemlich lange her. Sie ging auf die andere Seite und dann nirgends mehr hin. An der Straße und im Getreide stand der Mond im Verblühen. Stand der Mond im Verblühen.